So sind jetzt die wunderbare Aufgabe nach der Bautenmission in Maßen, aber ich bin ja sehr zuversichtlich. Professor Dr. Dirk Kempin von Institute for Computation and Social Science, der Uni Kärnten. Ja, guten Chef. Wir gut, ich bin herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Gesellschaft Höfpunkt Dulden. Das letzte Mal, vor etwa einem Jahr, hatte ich geredet über einen Aspekt, der heute relativ kurz gekommen ist, nämlich die konvergierenden Technologien. Das heißt, was passiert, wenn die Digitalisierung genutzt werden kann, um Nanotechnologie, Biotechnologie, Gentechnologie und auch Neurotechnologie letzten Endes zu steuern. Darüber werde ich auch gar nicht viel reden. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie heute wirklich die Sensationsmeldung mitbekommen haben. Und die muss ich hier doch erwähnen. Elon Musk's Neuralink wird, oder hat sogar schon den ersten Menschen einen Chip eingebaut. Wofür soll der gut sein, dass man letzten Endes mit Gedanken sein Smartphone steuern kann? Tolle Sache. Wer in Ihrem Raum möchte das gerne haben? Da wirst du falls für nicht Epileptiker ausgehen, ja. Komischerweise sehe ich keine Hand. Was aber, wenn es gar keinen Chip bräuchte? Wenn also letzten Endes Neurotechnologie diesen Chip überflüssig machen würde. Wie auch immer es kommen wird, Sie können sich schon anschauen, die Produktbeschreibung des Smartphones, das Elon Musk neben all diesen Satelliten, die er in der Raum schießt und den elektrischen Fahrzeugen, die er baut, gerade auch in den Produktionen bringt, das sogenannte Pi-Phone, dort ist vorgesehen, dass Sie mit Gedanken Ihr Smartphone gestalten können. Die Entwicklungen sind auf jeden Fall revolutionär. Und in der Tat war es auch die Absicht, letzten Endes die alte Welt, wie wir sie kennen, zu zerbrechen. Move fast and break things war das Motto für einige Zeit. Leider Gottes hat das auch die Demokratie betroffen. Sie wurde als veraltete Technologie diffamiert. Man möchte jetzt was Neues. Und ich muss das Thema jetzt doch anschneiden. Auch deshalb, weil für die Society 5.0 ein Aspekt als wirklich hervorragend erwähnt wurde, nämlich Massenpersonalisierung. Und je nachdem, wie man das macht, kann das gut oder schlecht ausgehen. Ich bin überhaupt nicht gegen Personalisierung. Die Frage ist, haben wir es wirklich geschickt angepackt? Und ich möchte argumentieren, dass im Moment mindestens drei Grundpfeiler der Demokratie unter Druck sind, nämlich die freie Wahl, die geheime Wahl und das Prinzip eine Person, eine Stimme. Warum ist das überhaupt Druck gerade? Wir alle jammern darüber, dass die Demokratie in keinem guten Zustand ist. Viele machen sich große Sorgen über die Zukunft der Demokratie. Und zum Teil hat das meiner Meinung nach zu tun mit folgender Entwicklung. Wir alle werden geprofiled. Und das heißt mit anderen Worten, es werden Daten über jeden gesammelt. Und darüber erfahren haben wir damals von Edward Snowden. Und letzten Endes ist es so, dass wir eigentlich auf so eine Art unsichtbare Psycho-Couch gelegt wurden. In Land von Sigmund Freud zu dem Träumen, ihn ja nicht mehr zu erklären, worum es geht. Und letzten Endes gibt es hochdetaillierte Profile, wie man heutzutage zum Teil digitale Zwillinge nennt, weil sie ein so genaues Abbild des Menschen sind. Das heißt, man kann jetzt im Prinzip oder könnte die Personalität, die Persönlichkeit von jeder Person hier eingeschaltet sehen. Und dabei bleibt es aber nicht, was wird mit diesen Daten gemacht. Häufig das, was man Scoring nennt, eine inzwischen als gefährlich eingestellte Technologie, weil letzten Endes unter Umständen von einer einzelnen Zahl abhängen kann, was ihr Schicksal ist, ob sie einen Kredit bekommen oder nicht, ob sie einen Job bekommen
oder nicht. Und viele andere Dinge nehmen können davon abhängig, inklusive der Krankenhausbehandlung. Und ähnliches Denken liegt auch einem modernen digitalen Zahlungssystem zugrunde, an dem man arbeitet. CBDCs, Central Bank Digital Currencies, da geht es nicht nur darum, letzten Endes alle Transaktionen, also was sie kaufen, verkaufen, was jeder verkauft, zu speichern, nachvollziehbar zu machen, vielleicht für immer, sondern letzten Endes auch kontrollieren zu können, was sie konsumieren. Das heißt, bestimmte Transaktionen auch zu blockieren. Wenn wir die ganze Zeit über eine nachhaltige Zukunft sprechen und westliche Länder zwischen 3,5 und 5 Mal so viele Ressourcen verbrauchen, wie nachhaltig wäre, dann können Sie sich vorstellen, dass dazu man zu uns zur nachhaltigen Welt vielleicht nicht ganz ohne Schmerzen abläuft. Und das ist letzten Endes sozusagen das Szenario, das in der Luft liegt, über das eigentlich doch nicht mehr detailliert gesprochen wird, wie man es vielleicht müsste. So, und dann wird aber mit den Persönlichkeitsprofilen noch etwas anderes gemacht, das sogenannte Targeting. Das ist also die Manipulation unseres Denkens und Handelns, Konsumverhalten, aber auch Wahlverhalten, um nur zwei Beispiele zu nennen, mit personalisierten Informationen. Und zwar oft so geschickt, dass sie gar nicht bemerken, dass sie manipuliert worden sind. Denn man sagt, wohl 10% der Daten, die uns um gesonderte Prozessierung werden, die wir bewusst waren. Das heißt aber nicht, dass man über die 90 anderen Prozent ihr Fühlen oder Teilung nicht abbeeinflussen kann. Und dann bedeutet das also, sie wären bis zu einem gewissen Grad zumindest ferngesteuert. Darüber ist berichtet worden von Insidern wie Tristan Harris. Er hat gearbeitet in einem Google-Kontrollbaum und eine wunderbare TED-Talk gegeben, der sehr informativ ist. How a handful of tech companies controls billions of minds every day. Sie dürfen davon ausgehen, dass Iris auch dabei ist. Und letzten Endes sind diese Targeting-Methoden hochpräzise, zugeschnitten auf bestimmte Gruppen von Individuen. Auch wenn die Daten pseudonymisiert sind, dann erleichtern sie also trotzdem. Und die Methoden sind im Grunde genommen Derivate, könnte man sagen, oder analoge Produkte zu Informationswaffen, die vom Militär verwendet werden. Und die wurden auch eingesetzt, um zu versuchen, Wahlen zu manipulieren. Was CSI Cambridge Analytica zum Beispiel wissen, oder Team George. Und es gibt aber wesentlich mehr Firmen, die das machen. Und zwar schon seit mehr als 10 Jahren und in mehr als 60 demokratischen Ländern. Das heißt, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Sie ahnen schon, warum es um die Demokratie vielleicht auch nicht so gut bestellt ist, wenn letzten Endes so etwas tobt wie ein Informationskrieg um unsere Köpfe. Das heißt, Werbefirmen aller Art, Technologieunternehmen aller Art versuchen uns zu beeinflussen, uns zu denken und fühlen und handeln. Aber nicht nur die, Geheimdienste werden auch mitmischen, die Militärs rund um die Welt. Das heißt, die Amerikaner verfolgen andere Ziele als die Chinesen und die Ordnung. Und alle wollen sie, dass wir so denken, wie es aus Sicht des jeweiligen Unternehmens und des Systems das Richtige ist. Nur man sieht nicht eigentlich darüber, was das Richtige wäre. Und das verursacht auch eine ganze Menge Chaos, inklusive Fake News, Hate Speech, Desinformations, ich würde sagen, nicht nur Pandemie, sondern auch Krieg. Und das Ziel war eigentlich mal, die Welt zu einer besseren zu machen. Ja, sozusagen mit all den Big Data, die es gibt über diese Welt und der KI, die es gibt, die Leute dazu zu bringen, dass sie das Richtige tun. Also sich gesünder verhalten, das Klima schonen und so weiter und so fort. Aber bisher sieht es eigentlich nicht so aus, als hätte das Ziel erreicht werden können. Inzwischen leben wir in einer Polykrise. Und man muss nachdenken darüber, ob das wirklich der richtige Ansatz ist.
ähnliche Ansätze. Wir haben zum Teil in Smart Cities verfolgt, wo man auch Kontrollzentren baut mit Data und KI und viele Prozesse automatisieren möchte. Und vieles davon könnte gut sein. Also das ist ganz bestreitbar für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Umwelt. Aber die Frage ist halt, wie man es macht. Wenn man jetzt das Leben in der Stadt in das Mikroskop legt, geht das automatisch gut aus? Antwort ist nein. Google hat sich da selber sozusagen so eine Art intelligente Task geholt. In Toronto stieß das nicht auf Hygieneliebe und bei dem hört man eigentlich nicht so viel, was in anderen Smart Cities wirklich genau passiert. Und in Bayern lief das nicht so gut, wie man sich das versprochen hat. Unter anderem deshalb, weil man vergessen hat, dass die Systeme, von denen wir reden, Städte, unsere Gesellschaft, auch unsere Gesundheit, das sind komplexe, dynamische Systeme sind. Außerdem soziotechnische Systeme. Es kommt also nicht nur auf Technologie an, es kommt auf das Soziale an. Aber komplexe, dynamische Systeme haben besondere Eigenschaften. Und deswegen ein kleiner Einblick in die Komplexitätstheorie. Wir denken uns sehr oft, dass die Systeme verstanden werden können auf der Basis der Eigenschaften der Einzelteile. Das heißt, die Firmen, die Autos, Sie und ich und alle anderen. Und das ist aber nicht so. Denn die Interaktionen zwischen den Individuen und zwischen den Firmen und alles, was es sonst noch so gibt, die verändern die Systemdynamik. Und zwar fundamental. Und je stärker wir das System vernetzen, spielen die Interaktionen eine größere Rolle als die Eigenschaften der Systemkomponenten. Und das heißt, eigentlich müssten wir uns dieses Bild machen von der Welt der Zukunft. Das heißt, die Vernetzung bestimmt sehr viel stärker, was passiert, als die Eigenschaften der Individuen. Letzten Endes zu einigen unerwarteten Effekte geführt, nämlich nicht immer die intendierten Effekte, sondern auch gibt es Nebenwirkungen, Feedback-Effekte, Kaskadeneffekte. Gerne zeige ich hier dieses Beispiel, wo eine kleine Störung im System, manchmal könnte die wirklich sehr klein sein, zu Domino- oder Kaskadeneffekten führen kann, die unter Umständen ganz weit durcheinander bringen können. Und ein leider Gottes doch recht schönes Beispiel ist die Finanzkrise. Lehman Brothers ging pleite. Die Folge war eine breite Welle, wurde von Banken gegen eine Folge pleite und es hat von uns viele 100 Milliarden gekostet. Das heißt, ursprüngliche Probleme wurde multipliziert mit dem Faktor 100 oder 1000 oder vielleicht bis inzwischen sogar noch mehr. Und wir müssen uns klar über ein paar Dinge werden und im digitalen Zeitalter. Ja, wir kommen aus einer Zeit, wo wir nicht genügend Daten haben, um gute Entscheidungen zu treffen. Jetzt mit Big Data können wir evidenzbasierte Entscheidungen treffen, das ist erfreulich. Und die Prozessorleistung wächst exponentiell, man sagt so etwa alle 18 Monate verdoppelt sie sich, aber das Datenvolumen wächst noch sehr viel schneller. Und das heißt, wir können gar nicht alle Daten prozessieren, die es gibt. Und das führt zum ersten Paradox, nämlich, dass es so etwas gibt wie Dark Data. Daten, die wir nie anschauen werden. Und das heißt, und zwar immer mehr, prozentual gesehen. Und das heißt, wir müssen uns sehr viel besser überlegen, welche Daten wir uns anschauen und wie. Und das kann man nicht von automatisieren, auch mit KI nicht. Das nächste Problem ist, wir vernetzen die Welt immer mehr. Und das heißt, eine systemische Komplexität wächst und zwar schneller als exponent. Und das heißt, die Komplexität überholt sogar das Datenvolumen. Und die Folge ist, dass obwohl wir die beste Technologie aller Zeiten haben und mehr Daten denn je, in einem Jahr werden so viele Daten erzeugt in allen Jahren der Menschheitsgeschichte davor, inzwischen vielleicht sogar noch schneller.
Trotzdem verlieren wir die Kontrolle über die Welt. Wie kann das sein? Und das machen wir jetzt. Es braucht einen anderen Kontrollansatz, nämlich verteilte Kontrolle. Und mit dieser verteilten Kontrolle kann man Selbstorganisationsfähigkeit von komplexen Systemen fördern. Ich will das an einem konkreten Beispiel zeigen. Vor einigen Jahren war ich in Ägypten und da habe ich diese Szene hier beobachtet, die ich immer noch sehr inspirierend finde, denn Kuchen diverser Verkehr, alle möglichen Modalitäten bis im Gemisch, funktioniert hier selbst organisierend. Fast niemand muss mal anhalten, ohne Ampeln, ohne Polizei, die das irgendwie regelt. Alles auf der Basis von Selbstorganisation. Und der Grund, warum das funktioniert, ist das Design von dieser Kreuzung. Es gibt nämlich Radfahrverkehr vorne und hinten und in der Mitte einen Puffer, der das eben erlaubt, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass man den Verkehrsstrom kreuzen kann, wenn eine Lücke auftaucht. So, also für Selbstorganisationsfähigkeit kann man Design entwickeln und genau das sollten wir tun, das haben wir auch getan. Und zwar vor einigen Jahren haben wir eine selbstorganisierende Handelssteuerung entwickelt. Eine Selbststeuerung, eine Selbstkontrolle. Und die ist implementiert worden, ein ehemaliger Doktorand ist involviert, unter anderem in Luzern. Und erstaunlicherweise gab es doch ganz erhebliche Verbesserungen, was man angesichts dessen, dass da ja State-of-the-Art-Systeme zum Einsatz kommen, die von einer Verkehrsleitzentrale gesteuert überwacht werden, doch erstaunlich ist. Und zwar konnten für alle Verkehrsteilnehmenden Verbesserungen erreicht werden. Und zwar substanziell. Und nebenbei gesagt, ist das natürlich auch gut für die Umwelt. Das Ergebnis war dann mehr Grün für alle. Etwas, was irgendwie gar nicht möglich zu sein scheint, aber was nichts anderes bedeutet, als dass die Grünzeug besser genutzt wurde. Sie wurde adaptiv verwendet auf der Basis der tatsächlichen Verkehrssituation bzw. einer Kurzzeitprognose, die wir hier machen. Und das hat immer wirklich sehr gut funktioniert, während der Optimierungsansatz, der heutzutage doch sehr verbreitet ist, letzten Endes so etwas macht wie eine optimale Steuerung zu entwickeln für eine typische Verkehrssituation, die aber in Wirklichkeit gar nicht voll. Und das ist ein NP-artes Optimierungsproblem, also man kann das einfach nicht in Echtzeit wirklich durchpumpieren, was das alles verlöst. Das nur als Hintergrund, ich will da jetzt nicht so viel Zeit darauf verwenden. So, was bedeutet das nun für unsere Gesellschaft, die ja auch ein komplexes, dynamisches System ist? Können wir daraus lernen, dass mit einer geeigneten Selbstorganisation die Effizienz des Systems sich verbessert? Und wenn ja, wie müssen wir das machen? Und da habe ich vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten, Breaking the Wall to Digital Democracy. Und darum geht es. Also, wie bringen wir die Demokratie dazu, dass sie besser funktioniert? Und aus Sicht der Komplexitätsforschung ist etwas von Bedeutung, was man Schwarmintelligenz nennt. Ja? Übrigens, Nobelpreisträger Parisi hat auch über dieses Thema geforscht und publiziert. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht beeindruckt ist von solchen Beobachtungen, die wir alle mal gemacht haben. Diese Vogelschwärme, wirklich sehr faszinierend, das Koordinations Verhalten der Vögel. Wie machen die das nur? Bei Menschen gibt es ähnliche Phänomene, dort spricht man von kollektiver Intelligenz oder Weisheit der vielen. Und die Demokratie könnte im Grunde genau auf diesem Prinzip aufgebaut sein. Zum Teil ist sie das auch, aber zum Teil eben auch nicht mehr. Und darum ging es in dieser Publikation hier, oder überhaupt in unserem Forschungsgebiet, wie schaffen wir es jetzt, die besten Ideen von vielen unter einen Hut zu bringen? Und es stellt sich heraus, damit die kollektive Intelligenz
gedeihen kann, braucht es gewisse Voraussetzungen. Es braucht genügend Diversität. Und damit es die gibt, ist es wichtig, dass der Prozess in mehreren Phasen abläuft. Dass viele Leute unabhängig voneinander sich auf Lösungssuche begeben. Dabei sollten sie nicht beeinflusst werden, denn das würde die Diversität der Lösungen reduzieren. Wichtige, wertvolle Lösungen könnten verloren gehen. Erst in der zweiten Phase beeinflussen sich die Leute durch Informationsaustausch, wird diskutiert, deliberiert, Lösungsansätze werden integriert. Und das ist es, was letzten Endes zu den noch besseren Lösungen führt. Das heißt, nicht die Einzellösung ist eigentlich das Beste, sondern wenn mehrere Lösungen zusammenfinden. Bei komplexen Problemen ist einfach wichtig, dass man das Problem von verschiedenen Perspektiven anschaut und dass deswegen verschiedene Lösungsperspektiven auch integriert werden. Schönes Beispiel, Netflix-Preis, 1 Million konnte man gewinnen, hat ziemlich lange gedauert, eigentlich erst dann geklappt, als die beste Lösung kombiniert wurde mit anderen, also mit schlechteren Lösungen. Aber die Kombination war es, die letzten Endes wirklich den Durchbruch gebracht hat. So, wie können wir das jetzt sozusagen umsetzen? Und ich möchte zunächst einmal beginnen mit dem, was an verschiedenen Orten heutzutage zu versuchen scheint, aus meiner Perspektive. Also man sammelt so viel Daten wie möglich durch Massenüberwachung und dann versucht man einen datengetriebenen KI-kontrollierten Ansatz im Sinne, im besten Falle eines wohlwollenden Diktators, der also sozusagen die beste Lösung zu bestimmen versucht auf der Basis der Daten, die da sind. Das heißt, ein Optimierungsprozess. Und dieser wohlwollende Diktator möchte eigentlich, dass die Dinge planbar sind, dass sie vorhersehbar sind, dass sie kontrollierbar sind. Das ist schon mal nicht sehr gut vereinbar mit Demokratie und Freiheit. Aber ist es vielleicht doch das Beste? Das ist ja noch eine andere Frage, die wir ausdiskutieren müssen. Und um zu dieser besten Lösung zu kommen, würde man wahrscheinlich so vorgehen, man bestimmt zunächst die individuellen Nutzenfunktionen, das heißt, was wollen Sie eigentlich? Das kann man ja mit dieser Massenüberwachung einigermaßen rausfinden, approximativ. Dann kann man Mittel, eine durchschnittliche Nutzerfunktion bestimmen oder eine durchschnittliche Zielfunktion. Warum durchschnittlich? Weil Optimierung eine eindimensionale Zielfunktion braucht. Man muss zwei Zahlen miteinander vergleichen können. Und das ist aber eine doch relativ drastische Vereinfachung, die man vergisst, wenn man von Optimierung spricht. Dann kann man aber tatsächlich eine optimale Lösung bestimmen und implementieren. Aber es ist eine optimale Lösung für mittlere Nutzenfunktionen. Wir sind aber keine mittleren Menschen. Also unter Umständen ist es eine optimale Lösung für Menschen, die es gar nicht gibt. Und oft fühlt sich die Realität, in der wir leben, eigentlich so an. Jeder versucht, das Beste zu machen, aber am Ende passt es doch nicht. Also eine durchschnittliche Nutzenfunktion dient eigentlich vielen Menschen doch nicht so gut, manchmal sogar recht schlecht. Die Eindimensionalität der Zielfunktion vereinfacht die Gesellschaft doch dramatisch und die gesellschaftlichen Ziele sind natürlich multidimensional. Wir wollen Nachhaltigkeit, ja, wir wollen Resilienz, ja, aber wir wollen auch Gesundheit. Wir wollen gute Ausbildung, wir wollen Kultur und es soll uns auch gut gehen. Und das kriegt man einfach nicht gut in einer eindimensionalen Zielfunktion unter. Und deswegen funktioniert es eben doch nicht so gut. Also gibt es etwas, was besser ist als optimal, besser als konventionelle Optimierung? Gibt es überhaupt andere Entscheidungsprozesse, in die viele involviert sind? Ja, aber wählen. Beim Wählen müssen wir uns nicht einig darüber sein, was die Zielfunktion ist. Wir können unterschiedliche Ziel- oder Nutzenfunktionen haben. Das ist okay und trotzdem kommt am Ende ein Ergebnis.
dabei heraus. Die Frage ist, das ist ein gutes Ergebnis. Und genau das haben wir uns angeschaut. Es stellt sich nämlich heraus, dass die verbreitete Mehrheitswahl eines der schlechtesten Verfahren ist. Und dass es andere Wahlverfahren gibt, die sehr viele Vorteile hätten. Und das bedeutet aber, wir können die Demokratie upgraden. Das ist die gute Nachricht. Warum gibt es mit dem Mehrheitswahlprinzip Schwierigkeiten? Unter anderem deshalb, weil, wenn man das jetzt auf Städte überträgt und kommunalpolitische Entscheidungen, es Bezirke verschiedener Größe gibt. Und das heißt, die Bezirke, die meisten Wählerinnen und Wähler haben, die setzen sich durch. Und meistens geht das Geld irgendwie ins Stadtzentrum und die Peripherie wird vergessen. Und dann gibt es Bandiers, das heißt soziale Brennpunkte in der Peripherie, die politisch kaum noch zu managen sind. Über diese Jahrzehnte hinweg ist das so eine logische Schlussfolgerung. Man hat zwar gewählt, demokratisch entschieden, aber trotzdem ist das Ergebnis nicht immer zufriedenstellend. Das heißt, wir brauchen bessere Wahlmethoden. Und tatsächlich gibt es welche. Aber um in Erinnerung zu holen, was wir eigentlich alles ändern können, hier nochmal eine Übersicht über das Wahlverfahren. Das heißt, es startet alles mit Wählern und Referenzen. Darauf kommt es an. Und die müssen irgendwie zum Ausdruck gebracht werden. Das macht man dann über ein Wahlzettel. Da kann man natürlich auch digitalisieren. Auf Ihrem Smartphone können Sie es auch im Prinzip machen. Und dann geht das in so einer Art Wahlurne, eine physische oder eine digitale. Und dann werden die Stimmen irgendwie ausgewertet. Das nennt man dann Aggregation. Und das Ergebnis ist ein demokratisches. So. Aber hier können wir verschiedene Dinge variieren, und zwar insbesondere im Voting Input, also wie Ihre Präferenzen zum Ausdruck gebracht werden, und auch die Affigationsverfahren. Und um das systematisch zu untersuchen, haben wir eine Smartphone-App entwickelt, VoteApp. Und in dieser VoteApp konnte man verschiedene Wahlverfahren ausprobieren. Hier sehen Sie das, ein paar werde ich Ihnen jetzt näher erläutern. Das verbreiteste Verfahren ist das Approval Voting. Da können Sie also bestimmte, in diesem Fall Projekte, in anderen Fällen Kandidatinnen und Kandidaten, auswählen und andere links liegen lassen. Dann gibt es die Wahlurne. Oder aber, wir können dieses Combined Approval Voting nehmen. Da können Sie entweder zustimmen oder sich enthalten oder ablehnen. Und das heißt, Sie können besser zum Ausdruck bringen, was Ihnen wichtig ist, was Sie gar nicht mögen. Dann gibt es wiederum die Möglichkeit des Rank Voting. Da werden erst die verschiedenen Optionen von Ihnen in Ihre reformierte Reihenfolge gebracht. Und das geht dann in die Wahlurne, also zum Punkt übersetzt und dann ausgewertet. Oder aber wir verteilen Punkte. Das heißt, jeder hätte 10 Punkte zum Beispiel, die man verteilen könnte über die verschiedenen Projekte. Und damit können Sie nicht nur zum Ausdruck bringen, welche Projekte Sie mögen, sondern auch wie sehr Sie sie mögen. Und in der Tat stellt sich heraus, dass dieses eins der besten Verfahren ist. Besser auf jeden Fall als das, was wir normalerweise machen. So, jetzt ist die nächste Frage, wie aggregieren wir die Daten? Und da ist es in der Regel die Mehrheitswahl, das, was gemacht wird. Das heißt, die Projekte, der Kandidaten und Kandidaten mit den meisten Stimmen gewinnen. Ja, wenn Sie jetzt vielleicht fragen, ich habe das so mit so einem Smartphone. Aber wenn es um Projekte geht, die Geld kosten, dann sieht man sofort, dass es vielleicht doch gar keine schlechte Idee mehr, wenn man auf die Kosten der Projekte in Betracht zieht. Das ist nämlich oft gar nicht der Fall ist bei diesem Wahlverfahren. Und in der Tat, wenn man das dann tut, dann ergibt sich nämlich eine andere Reihenfolge, wenn man nämlich letzten Endes schaut, was sind eigentlich die Projekte mit dem besten Stimmverhältnis im Vergleich zu den Kosten?
Genau. Und dann gibt es schließlich noch die Methode der Bouchers. Da bekommt sozusagen jeder einen virtuellen Sack von Geld. Und dieses Geld können Sie dann verteilen über die Projekte. Die Projekte, die genügend Geld einsammeln, damit sie realisierbar sind, werden umgesetzt. Das übrig gebliebene Geld von den Projekten, die nicht umgesetzt werden können, wird dann nochmal neu verteilt. Und es kommt dann etwas dabei raus. Das Wichtige ist, das Ergebnis ist tatsächlich unterschiedlich. Das sehen Sie hier für drei verschiedene Verfahren. Und links haben wir eine Situation, wo ein einziges Projekt das meiste Budget aufbraucht und für alle anderen ist fast nichts mehr übrig. Ja, durchaus eine typische Situation. Frage ist, ist das wirklich so klug, das so zu machen? Oder wäre es nicht besser, wenn wir mehr, nicht ganz so teure Projekte fördern? Und das ist das Ergebnis, was tatsächlich bei den anderen Wahlverfahren herauskommt. Also wir haben die Wahl im doppelten Sinne, nämlich auch, welches Wahlverfahren wir anwenden. So, also bisher war es Theorie, aber ich spreche hier darüber, was wir tatsächlich gemacht haben. Und zwar in der Stadt Aarau. Es war ein partizipativer Budgeting-Prozess, inspiriert durch das, was in anderen Städten passiert ist, wie etwa in Barcelona. Da kennt man das. Und viele Städte mögen dieses Verfahren, aber war es auch immer optimal? Im Sinne von, hat man da die bestmöglichen Wahlregeln zum Einsatz gebracht? Und wir glauben das nicht. Wir glauben, man kann dieses schon sehr erfolgreiche und beliebte Verfahren noch weiter verbessern. Und das haben wir, wie gesagt, in Aarau gemacht. Dort nannte sich das Projekt Stadt Idee. Wurde wissenschaftlich begleitet und zum Teil waren wir auch vor Ort. Die Stadt hat informiert über dieses Projekt, hat versucht, die Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren, hat eingeladen zu offenen Meetings, wo Ideen entwickelt wurden, präsentiert wurden, in Brainstorming-Meetings dann diskutiert wurden, weiter verbessert wurden. Also hier einige Snapshots, nur damit Sie einen Eindruck bekommen. Mentimeter wurde auch verwendet, wurden Sie wahrscheinlich schon vermisst. Und dann schließlich wurden die verschiedenen Projektideen auf den Stadtplan geklebt und man hat schon eine erste Idee bekommen, was da so alles eingedacht war. Nun, an einem Abend ist es nicht erledigt. Ja, man muss das sozusagen noch etwas speichern lassen mit den Ideen. Und im Laufe der Zeit und mehrere Sitzungen wurden dann einige Ideen aussortiert, andere wurden miteinander kombiniert. Und im Übrigen wurden die auch weiter ausdiskutiert, weiterentwickelt, konkretisiert und so weiter und so fort. Und es waren dann schließlich 33 Projekte, die übrig blieben, die den Machbarkeitsbewertungstest auch bestanden haben. Und es war auch wichtig, dass die Initiatoren bereit waren, sich selber aktiv zu beteiligen an der Umsetzung. Dann wurde gewählt. Also das sind die Projekte. Die Auswahl noch. Und es wurde dafür gesorgt, dass es sehr viel Transparenz gibt über das Verfahren, was wichtig ist für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Und dann schließlich wurde gewählt, nachdem alle informiert wurden. Wie gesagt, es wurden 10 Punkte verteilt. Und es wurde gesagt, dass es neben den Punkten auch auf die Kosten einkommt. Und schließlich ist es dann passiert. Und das hier war das Ergebnis. So, also überall, wo es einen roten Punkt gibt, selten das Projekte, die ausgewählt wurden. Und Sie sehen, diese Projekte zeichnen sich aus, überwiegend durch ein besonders gutes Verhältnis zwischen Stimmen und Kosten. Das heißt, wir haben hier Kosteneffizienz. Etwas, was in diesen Zeiten, wo es ja überall irgendwie an Geld zu mangeln scheint, sicherlich willkommen ist. Die Wählerinnen und Wähler waren auch sehr zufrieden mit diesem Verfahren, die in einem Vorab-Experiment im Labor getestet haben. Aber auch praktisch war das wirklich ein großer Erfolg.
Denn statt 7 Projekten, wie das bei der Mehrheitswahl der Fall gewesen wäre, kamen 17 Projekte zum Zug mit diesem Verfahren der professionellen Fairness. Und darüber hinaus waren diese Projekte, die ausgewählt wurden, nicht nur Stadtzentrum konzentriert, sondern verteilt über die ganze Stadt. Das heißt, alle Bezirke haben was abbekommen und die Repräsentation war auch besser. Das haben mehr Frauen gewählt, das haben mehr ältere Menschen gewählt als sonst, mehr jüngere Menschen, auch Ausländerinnen und Ausländer. Das heißt, es gab hier doch sehr viel Ermutigendes. Und man kann also sagen, Demokratie können wir upgraden. Und zwar im Sinne von, es wären mehr Projekte möglich, mehr Ressourceneffizienz, mehr Partizipation, mehr Inklusion zum Nutzen aller, mehr Transparenz, mehr Vertrauen, mehr Zufriedenheit und mehr Fairness. Und insgesamt passiert das nicht auf Optimierung, sondern hier werden mit der Vielzahl der Projekte verschiedene Interessengruppen bedient, also tatsächliche Bedürfnisse erfüllt. Und in diesem Sinne ist es besser als optimal. Also wir sollten meiner Meinung nach mehr Demokratie implementieren, nicht weniger. Wir sollten Ansätze haben, die pluralistische Lösungen liefern. Wir sollten auf Adaptation, Koevolution und Kooperation setzen. Aber die Frage ist, kann das überhaupt effizient sein? Wenn wir jetzt alle sehr viel mehr in Projekte involviert wären, und da ist die Frage, wie man es macht. Also klassischerweise sagt man, je mehr Leute am Tisch sitzen, desto weniger kommt man zu einem Konsens und es dauert nur mehr Zeit. Am Ende sind alle frustriert und deswegen überantworten wir die Verantwortung sozusagen an Politikerinnen und Politiker und Expertinnen und Experten. Muss das so sein oder können wir tatsächlich mehr partizipieren? In der Tat, wenn wir auf Peer Production setzen, und zwar im Sinne von Remixing, weil also nicht jeder den ganzen großen Plan selber ausarbeiten muss, sondern wenn wir die Entwürfe, die andere gemacht haben, abändern können, in Details verbessern können. Und das wird dann wieder die Grundlage von Verbesserungen von anderen Leuten. Und so entsteht dann eine Art evolutionärer Entwicklungsprozess, wo viele Projektvarianten entstehen. Wenn Sie sagen, oh Gott, wer soll das alles auswerten? Ja, durchaus nicht der Stadtrat, sondern hier wird ein zweites Peer-Verfahren zum Einsatz kommen, nämlich Peer-Review oder verteiltes Voting. Und jede oder jeder an dem Prozess Interessierte und Beteiligte würde, sagen wir, 10 verschiedene Entwürfe sich anschauen und in ein Ranking bringen. Natürlich sind diese Bewertungen subjektiv, aber wie gesagt, 10 Personen schauen sich jeden Entwurf an. Und dann gibt es eine Shortlist. Und über diese Shortlist von den 10 besten Projekten wird dann von allen abgestimmt. Das heißt, alle haben da tatsächlich die Chance, über die besten Projekte auch zu entscheiden. Und da sind sich vielleicht unwohl fühlen und denken, Mensch, 90% der Projekte habe ich ja gar nicht gesehen. Wie kann ich mich darauf verlassen, dass da wirklich die besten Projekte unter den Top 10 landen? Ja, also da hilft die Mathematik sozusagen. Da haben wir statistische Gründe, davon auszugehen, dass das Verfahren tatsächlich erstaunlich gut funktioniert und effizient ist. Und es funktioniert tatsächlich besser, je mehr Leute sich an diesem Prozess beteiligen, nicht umgekehrt. Also skalierbar. Das könnte ein Durchbruch tatsächlich sein. Das ist die Frage, wie kann man das digitale Technologien einsetzen? Es ist natürlich klar, das Voting könnte digital unterstützt werden. Davos wurden vorher erwähnt, Blockchain-Technologien, all das ist möglich, aber nicht nur das, sondern es geht um Open Innovation, um Sharing, denn das ist tatsächlich etwas, was Vorteile bringt. Sozusagen das komplexe System ist mehr als die Summe der Teile, das kann man auch quantifizieren. In diesem Fall stellt sich heraus, wissenschaftlich 1 plus 1 ist quasi 2,5, das heißt, man hat superlineare Effekte,
finanzieren muss man es auch noch irgendwie. Mittlerweile gibt es doch sehr eindrucksvolle Crowdfunding-Projekte. Aber im Grunde genommen könnte man das mit diesem POT, der bei partizipativen Budgeting vom Staat aus unserer Steuer finanziert zur Verfügung gestellt wird, oder sogar mit einem neuen Geld, einem Investmentgeld finanziert werden. Und dann ist halt die Frage, wie ist jetzt hier das Grund? Ich meine, wir haben zwar die Schule besucht und viele von uns haben studiert, aber wir sind nicht Experten für alles. Aber so ein Projekt kann ja auch komplex sein. Und genau hier kann KI eigentlich helfen, die Informationen zusammenzuführen, was geht, was nicht geht, was in Übereinstimmung mit Regulierung, Gesetzen ist oder eben nicht. Und in vielen Fällen ist es so, wenn es Bürgerinitiativen gibt, dann heißt es oft, das geht aber nicht aus dem Grund und das andere geht nicht aus dem Grund. Wir sind am Ende alles frustriert. Aber die KI könnte uns sagen, im Prinzip, wie es anders gehen würde. Also Lösungen vorschlagen, was wir dann auswählen können und die wir dann weiter ausgestalten können. Könnte uns unterstützen, die richtigen Projektpartnerinnen und Partner zu finden, könnte uns unterstützen, nicht nur im Fundraising-Prozess, sondern auch nachher bei der Projektdurchführung, dass alles in der richtigen Reihenfolge durchgeführt wird und damit alles effizient ist. Und natürlich können hier auch digitale Guides eine Rolle spielen, die auch Beginners sozusagen zu, ich sage mal, Semi-Professionals machen können mit Augmented Reality und so weiter und so fort. Also gibt es viele Möglichkeiten, die noch nicht voll erschlossen sind. Und auch die berühmten Fablabs und Makerspaces können hier eine Rolle spielen. Sie erinnern sich vielleicht vor einigen Jahren, wollen die USA eine Nation of Makers werden. Warum nicht gleich eine World of Makers? In der Tat haben wir Fablabs um die ganze Welt herum, Hunderte, Tausende. In manchen war ich selber unterwegs, unter anderem auch in diesem hier. Die war in Amsterdam. Da hängt noch ein altes Gemälde aus, das Sie kennen sicherlich aus dem Museum. Was diese Herren sich angeschaut haben, ist nämlich eine Sensierung. Das habe ich hier mal weggeschnitten. Und das fand nämlich dort in diesem Gebäude statt. Und was jetzt stattfindet, ist eben das Making und auch Biohacking und so weiter und so fort. Und das heißt, wir haben wieder gleiche Szene. Ja? Da passiert etwas, das ist unglaublich interessant und aufregend. Wir können plötzlich Dinge herstellen, die früher nur Unternehmen herstellen konnten. Wir brauchen nicht eine millionenteure Fabrik. Aber dieser Makerspace hat sogar das Fehlfolg erfunden. Also das ist wirklich eine erstaunliche Leistung, muss man wirklich sagen. Und jetzt ist die Frage, können wir das nicht hochskalieren, allmählich, Richtung Making the City. Und in der Tat gibt es schon solche Festivals. Und wenn das so ist, warum machen wir es dann eigentlich nicht parallel in verschiedenen Städten mit dem Ziel, die Weltprobleme gemeinsam anzupacken? Und in der Tat haben es die Nationen versucht und die Vereinten Nationen unsere Nachhaltigkeitsprobleme und viele andere Probleme anzupacken. Bis zum Frieden hat leider nicht gut genug funktioniert. Die globalen Kooperationen haben es auch versucht. Hat auch nicht gut genug funktioniert, auch nicht in der Zeit, in der man es auftritt. Also brauchen wir neue Ansätze, ergänzend zumindest. Und das könnte sein, do it yourself and do it together. Von der Tat ist die Idee, dass also die Städte sich diesen Nachhaltigkeitsproblemen widmen. Resilienzprobleme, Energieeffizienzprobleme und viele andere Probleme, die auf den Nägeln brennen und einen Wettbewerb ausloben, der mit Steuergeldern unterstützt wird. Und dort wurden also verschiedene Stakeholders beteiligt sein, insbesondere auch Bürgerinnen und Bürger. Citizen Science würde auch eine Rolle spielen dabei. Die Medien werden beteiligt, die Unternehmen werden beteiligt. Und am Ende gäbe es dann bessere Lösungen zu den Problemen, die man bisher hat. Und manches wurde auch umgesetzt. Und zwar im Wettbewerb zwischen den Städten.
Ja, das können also Nachhaltigkeits-Challenges sein, das können Energieeffizienz-Challenges sein, was auch immer. Also das Prinzip wäre, die Globalisierung, die oft auf der Idee beruht, lasst uns die beste Lösung finden und dann global überall umsetzen, zu ersetzen durch Lokalisierung. Das heißt, zwar globale Ziele zu verfolgen, aber lokal zu handeln und diverse Experimente zu machen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu helfen. Und dann sollte das Ergebnis aber Open Source sein oder Creative Commons. Das heißt, jeder könnte dann die Lösung hernehmen, weiterentwickeln, die Unternehmen. Jeder könnte die verschiedenen Lösungsansätze auch aus verschiedenen Städten rund um die Welt miteinander kombinieren. Und so käme eine Co-Evolution zustande. Die kollektive Intelligenz der ganzen Welt wurde sozusagen angezapft. Ja? Und wir haben das also ausprobiert im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Luftqualität und haben da tatsächlich auch entsprechend Sensoren überlegt und in Produktion gebracht. Und dann war das die Idee, wie können wir das überall um die Welt verteilen, Luftqualität zu messen, partizipativ. Denn in einer Stadt wie Zürich gibt es 3 offizielle Messstationen. Ja? Das sind nicht sehr viele, würde ich sagen. Wir haben 300 Sensoren, nur um Ihnen eine Idee zu geben, was das für einen Unterschied machen könnte. Ja. Und wie gesagt, es wäre einerseits ein Wettbewerb zwischen den Städten, aber gefolgt von einer kooperativen Phase durch die Offenheit der Resultate, so dass sie alle von dem neu gewonnenen Wissen profitieren konnten und tatsächlich schneller vorankämen in Richtung unserer Ziele. Das heißt, man würde hier verschiedene Methoden, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, miteinander kombinieren. Das Beste der Besten. Ja? Wettbewerb mit kollektiver Intelligenz kombiniert, mit Experimentation und Selektion, mit intelligentem Design. Das heißt, Kapitalismus, Demokratie, KI und Evolution werden sozusagen miteinander verheiratet in der Hoffnung, also schneller, bessere Ergebnisse gemeinsam im gemeinsamen Interesse zu erzielen. Und das könnte man eben auch umsetzen, um diese schrecklich verschwenderischen Lieferketten, die wir heutzutage haben, die frische Ressourcen meistens verwenden und nach einer kurzen Konsumphase dann wegwerfen, so ersetzen durch eine Kreislaufwirtschaft. Und man hat das natürlich durch Regulierung versucht und ist nicht schnell vorangekommen, habe ich den Eindruck. Aber man konnte ja auch wieder auf Selbstorganisation und Kooperation und Koevolution setzen. Und zwar unter Nutzung des Internets der Dinge. Millionen, ja Milliarden von billigen Sensoren, mit denen man alles Mögliche messen kann, werden jetzt verfügbar, billig. Und wir könnten damit eigentlich unser eigenes Messnetzwerk ausbauen. Ja, wenn Bürgerinnen und Bürger Netzwerk, Datennetzwerk für uns alle. Wir könnten Lärm, CO2, Ressourcen aller Art, Dinge, die uns wichtig sind, messen, aber auch Giftstoffe und all das, könnte man also separat ausmessen, kartieren. Und dann brauchen wir Anreizsysteme. Wir würden dann positive Externalitäten fördern wollen, durch Anreize negative reduzieren wollen und eine faire Kompensation haben wollen. Und dafür haben wir uns eine Kombination ausgedacht von Internet der Dinge mit Blockchain-Technologien, wo also verschiedene Messverfahren im Grunde genommen übersetzt werden in verschiedene Währungen, das heißt verschiedene Anreize, sodass wir also multidimensionale Feedback-Loops bauen können, so wie es in der Natur die Grundlage der Kreislaufwirtschaft in dem Ökosystem ist. Dafür braucht es keinen Zentralcomputer, der alles über die ganze Welt weiß. So funktioniert die Natur nicht und die hat das Recycling schon hinbekommen. Das heißt, von der Natur können wir hier lernen und hier geht es also sozusagen um lokale Feedbacks, die dann letzten Endes die Selbstorganisation hin zu einer Kreislaufwirtschaft fördern.
So, warum ist dieser Ansatz aus meiner Perspektive vielversprechend, weil er nicht auf eindimensionale Optimierung beruht, sondern auf multidimensionale Koevolution? Weil heutzutage haben wir oft solche Liefernetzwerke, aber wenn Sie sich anschauen, wie die Natur funktioniert, das sieht völlig anders aus. Ja? Schauen Sie sich nur das metabolische Netzwerk an, das heißt, was in unserem Körper passiert, der Stoffkreislauf dort. Da sehen Sie, das sieht völlig anders aus. Es gibt sehr viel mehr Kreisläufe und das passiert nur deswegen, weil nicht von oben alles gesteuert wird und entschieden wird, was genau wo zu tun ist. Sondern im Kreislauf weiß man nicht, konkurriert A, B oder B, A oder beide sich gegenseitig. Also es ist was anderes als Top-Down-Kontrolle und Optimierung. Und genau das wollen wir eigentlich passieren lassen durch einen koevolutionären Prozess. Wir wollen dahin, dass dieser Prozess zu einer Symbiose führt, wo also wir voneinander und verschiedene Systeme in der Natur von uns und umgekehrt profitieren. Biotische Systeme, zum Beispiel in unserem Verdauungstrakt, die sind ein gutes Beispiel dafür, wie im Laufe der Zeit diese Systeme immer kooperativer, effizienter und symbiotischer werden, die meiste Zeit. So, und jetzt haben wir dieses Prinzip angewandt auf den Straßenverkehr. Etwas, was man normalerweise durch Optimierung anbietet. Und wir haben das jetzt demokratisiert und gesagt, was wäre, wenn jede Fahrzeugfahrereinheit selber ein Ziel auswählen kann? Die einen wollen vielleicht CO2 minimieren, die anderen wollen wirklich schnell am Ziel sein und die nächsten sind von der Anzahl der Stopps genervt und man kann verschiedene Zielfunktionen vorstellen. Und wir stellen uns vor, dass das sozusagen am Anfang der Fahrt eingegeben wird, wenn Sie Ihre Route wählen oder so. Und dann wird sozusagen an jeder Kreuzung abgestimmt. Und an jeder Kreuzung haben wir also unterschiedliche Mixtur von Zielen und entsprechend wird auch an jeder Kreuzung unterschiedlich entschieden. Was ist der Vorteil? Dass wir eben nicht nur für ein Ziel optimieren, sei es minimale Fahrzeit oder CO2-Minimierung. Wo dann oft als Nebeneffekt ist, dass die anderen Ziele gar nicht so gut performieren. Sondern wir haben einen Ansatz, wo sozusagen verschiedene Ziele berücksichtigt werden, sodass wir eine Lösung bekommen, die auf verschiedenen Dimensionen gut funktioniert. Nicht 100% perfekt, aber sagen wir 90%, aber dafür sozusagen mehrere verschiedene Ziele auf sehr hohem Niveau erreicht werden, statt nur eines 100% und die anderen eben unterperformen. So, ich komme zum Ende. Sie können der Game Changer sein. Ja? Sie können die Regel des Spiels sozusagen verändern. Ich denke, wir brauchen Responsible Engineering, verantwortungsvollen Ansatz. Dafür müssen wir lernen, für Werte zu designen. Wir sollten insbesondere Democracy by Design haben, das heißt, die demokratischen Werte einbauen in unsere Systeme. Das müssen wir lernen, das ist nicht immer ganz trivial. Was sind überhaupt die demokratischen Werte, auf die es ankommt? Der Markus versucht, einige zusammenzutragen, sind wahrscheinlich nicht alle. Und wie kurz ist also irgendwie zu lernen, dass man das bestmöglich jetzt in diese Plattform umsetzt, damit das, was die Plattform als Ergebnis produzieren, nicht im Konflikt mit der Demokratie stehen. Es ist ja klar, dass es nicht gut ausgehen kann für die Demokratie. Und insbesondere nichts gegen Personalisierung, aber ich denke, am Ende müssen wir schon letztlich die Kontrolle über unsere persönlichen Daten haben. Also müsste für jeden von uns ein persönliches Datenpostfach geben und Sie müssen in der Lage sein, diese Daten zu verwalten, zu bestimmen, welche Firma, welche Institution, welche Daten zu welchem Zweck verwenden darf und wie viel Geld sie gegebenenfalls das wir haben wollen. Und das haben wir heutzutage natürlich nicht. Es denken sich, oh Gott, soll ich noch 3 Stunden abends damit zubringen, irgendwie die ganzen Dateneinstellungen jedes Mal anzupassen.
Nee, ich denke letzten Endes, wenn es digitale Zwillinge geben, die gibt es ja auch schon, nur dass wir nicht die Kontrolle darüber haben. Also die digitalen Zwillinge würden zusammen lernen, was unsere Präferenzen sind und Voreinstellungen machen, wir könnten es nachregulieren. Das ist die Idee. Und Regierungen dürften Daten statistisch auswerten, damit sie gute Politik machen können. Aber insgesamt werden wir in Kontrolle darüber, wie unsere Daten verwendet werden. Und dann ist da in der Tat auch ganz im Sinne dessen, was zum Beispiel Steinmeier in Deutschland gesagt hat, unser Bundespräsident. Er meint, wir brauchen für die Demokratisierung des Digitalen. Er ist nicht der Einzige, der das meint, sondern inzwischen haben die G7-Staaten entschieden, dass künstliche Intelligenz demokratiefähig gemacht werden soll, dass Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte eingebaut werden sollen in die Art und Weise, wie das Technologien funktionieren. Das war nicht immer selbstverständlich so. Es ist wirklich eine neue, interessante Entwicklung und das gibt mir wieder etwas Hoffnung. Und zum Schluss noch ein kleines Zitat von einem bekannten Schriftsteller aus der Schweiz, einer bekannten Basisdemokratie. Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Also, tun wir das doch. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, da drüben gibt es eine Frage oder Anmerkung. Ja. Ich habe eine Frage, die an mich gestellt wurde, auch hier wiederholt. Passt der Mensch dazu? Ein Beispiel für Recycling. Wenn ich durch unsere Gassen ginge, nur von der Kirche nach Hause oder so, oder von der U-Bahn zu Hause, treffe ich neben den Mistkübeln 10 Meter entfernt Dosen, die ich den parkenden Autos. Ich hänge sie meistens auf und werfe sie da, weil ich ja weiß, was da nichts. Der Behälter nur 20 Meter entfernt es hinein. Es gibt also Menschen, die bewusst nicht erzogen sind, sowas zu machen. Und das treffe ich ununterbrochen. Oder es gibt Entscheidungen, wo vorausschauende Menschen der Demokratie überlegen sind. Ich wette, dass heute niemand eine Niederhochwasserleitung bauen könnte, weil es Millionen Widersprüche und Einsprüche und so weiter gäbe. Ich bin absolut überzeugt. Es gibt Bahnhöfe, die 3 Kilometer vom Ort entfernt sind, weil in vor 140 Jahren Leute Angst vor Dampfloks hatten. Ja. Heute bedauern sie, weil sie einen eigenen Autobus brauchen, um den Bahnhof zu erreichen. Weil es gibt Entscheidungen, wo Demokratie tatsächlich nicht geeignet ist, meiner Meinung nach. Ja? Also, ich sage, zweitens passt auch der Mensch nicht immer dazu. Es gibt Abstimmungen sehr lokal in Wien gegen eine Straßenbahnlinie, wobei ja nicht nur die eine Straße relevant ist für die Linie, sondern die ganze, sondern die halbe Stadt. Aber abgestimmt haben die Einwohner dieser Straße und waren dagegen und es gibt Zwirbel. Also es gibt hunderte Beispiele, wo sowohl eine zu mikroskopische als auch eine zu makroskopische Demokratie eigentlich keine Lösung sehen. Das war das eine Anmerkung aus meiner 80-jährigen Lebenserfahrung. Naja, es ist, glaube ich, das ist nichts. Wir müssen lernen, wie man Systeme für Menschen baut. Denn ich glaube, wenn man versucht, einen neuen Menschen zu schaffen, den Menschen zu etwas anderem zu machen, als er ist, das geht wahrscheinlich nicht gut aus und vor allen Dingen nicht ohne Schmerzen. Und insofern ist es, glaube ich, schon wert, darüber nachzudenken, wie kann man die Prozesse verbessern. Oft kriegen die Leute ja nur 1, 2, 3 Optionen zur Auswahl gestellt, sind aber nicht beteiligt eigentlich an der Ausgestaltung der Projekte. Ich habe Ihnen heute erläutert, wie es möglich wird, dass tatsächlich die Projekte stärker auch auf die Leute vor Ort tatsächlich zugeschnitten werden. Und dann sind sie, glaube ich, auch zustimmungsfähiger. Dass Prozesse aber Zeit brauchen, ich glaube, damit müssen wir uns abfinden. Das wird wahrscheinlich auch in Zukunft der Fall sein. Und trotzdem kann man mit diesen neuen Methoden, so technologischer Methoden, viele Prozesse effizienter, schneller, zustimmungsfähiger machen. Und das ist, glaube ich, dort, wo wir insgesamt hin sollten. Danke für den Vortrag. Ich hätte auch was eine Frage, weil Sie haben natürlich auch so das Wettbewerbsgedanken, das den Spiegelbach als Faktor letztlich
für eine Motivation, Menschen mitgestalten zu lassen und Ideen einzubringen. Jetzt hat man das oft auch bei dem Smart Meter. Ein Smart Meter Rollout war oft das Thema, man kann sich damit den Wartburg vergleichen oder im Grätzl und pusht so muss seine eigene Energieeffizienz. Jetzt glaube ich aber nicht, dass dieser Wettbewerbsgedanke für viele Menschen im Vordergrund steht, sondern da geht es am letzten Kosten oder um Bequemlichkeit oder um andere Dinge. Also wie viel Wert messen Sie jetzt diesem Faktor bei, für die Motivation Leute zu Veränderungen zu bringen? Ist das eher kleinerer Gedanke oder haben Sie schon Erfahrungen gemacht, wo diese Vergleichbarkeit mit anderen schon ein großer Motivator ist? Ja, wir sollten es aber nicht vernachlässigen, habe die soziale Konkurrenz. Also Dinge mit Freunden oder Nachbarn zu machen, ist für viele auch eine Motivation. Ich will ausdrücklich betonen, der Ansatz, den ich heute vorgeschlagen habe, sieht nicht vor, dass alle irgendwie aber 1000 Projekte unpersönlich beteiligt sein müssen, aktiv. Das wäre unrealistisch. Aber denken Sie an Wikipedia. Das funktioniert, obwohl, glaube ich, ungefähr 3% der Nutzerinnen und Nutzer Beiträge machen, aber fast jeder nutzt es. Und in diesem Sinne, glaube ich, könnte es funktionieren, dass die Leute sich in die Prozesse einbringen, die ihnen wichtig sind, um das Bestmögliche dabei herauszuholen und das andere anderen Leuten überlassen. Ob das nur Unternehmen sind oder Politiker und Politiker. Oder die Nachbarinnen und Nachbarn, die sich dieses Projektes annehmen. Ich glaube, es ist zumindest ein Versuch wert und insgesamt müssen wir einfach mehr experimentieren, weil wir stehen vor großen Problemen, zu denen es keine komplett bekannte Lösung gibt. Und das Einzige, in dem wir uns antasten können, ist tatsächlich durch experimentelle Ansätze, die da systematisch ausgewertet werden. Und das heißt, wenn verschiedene Städte jetzt verschiedene Ansätze ausprobieren, dann sollte man eben nach, wenn wir 2-3 Jahren schauen, wie lief das, was hat sich besser bemährt, unter welchen Voraussetzungen und was schlechter, was kann man abwählen, was muss man durch was anderes ersetzen. Und wie können wir überhaupt diese Dinge noch weiterentwickeln? Und da sind wir, glaube ich, nicht experimentell genug. Ja. Und an dieser Stelle kann man einiges ändern. Ich darf vielleicht, wenn man das anschaut, was Erwin gesagt hat, ich glaube, zwei Probleme. Das eine ist, die Kinder werden viel mehr erzogen, Bequemlichkeit. Auch die 20 Schulen, die sind sehr weit und auch Aufmerksamkeit. Und der weiß, vor allem die Dosen nicht mehr auf, ist ja schon eher auf ihr Handy und so weiter. Und diese Dinge verschärfen auch das, wo man eine Grund vor Aussage, dass wir das bräuchten. Wird das jetzt nicht pauschalieren, oder? Nein, das ist ja, ich will was. Ja, es ist immer gefährlich aus meiner Sicht, wenn man für andere denkt und irgendwie glaubt, man wüsste besser, was für andere gut ist, weil da fängt es oft an, gefährlich zu werden. Sagen wir, wir sollten eigentlich die Leute empowern, deswegen letzten Endes bessere Entscheidungen zu treffen. Und dazu müssen wir eben auch Daten und Wissen bereitwilliger teilen. Ich meine, stellen Sie sich vor, ChatGPT hat im Grunde genommen das Weltwissen kostenlos verarbeitet. Da. Deswegen funktioniert das doch recht beeindruckend. Aber wenn wir dieses Wissen nutzen wollten, was da in diese KI einflossen ist, dann müssen wir wahrscheinlich aber Tausende von Euro bezahlen. Wahrscheinlich können wir es gar nicht bezahlen. Also warum wird uns nicht dasselbe Wissen, was diese KI zur Verfügung gestellt wird, zur Verfügung gestellt, um bessere Entscheidungen zu treffen und in die Lage zu versetzen, einfach viele Dinge besser zu machen. Und da müssen wir grundsätzlich, glaube ich, drüber nachdenken, ob das Verhältnis zwischen Mensch und KI noch richtig ist und ob wir nicht auch neue Ansätze in der Wirtschaft brauchen, Ansätze, die stärker kooperativ sind. Auch das Thema Prosumer wurde erwähnt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Letztendlich ist es doch unsere gemeinsame Zukunft. Ja? Und im Moment läuft es nicht so gut, sondern es ist allen klar, es muss besser werden. Und mit Delegationen ist es, glaube ich, nicht zu schaffen. Gibt es einen Präsidenten, wo Sie sagen würden, der, die
macht genau das, was ich für richtig halte. Gibt es eine Firma, die genau das macht, was ich für notwendig halte? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen geht es letzten Endes halt doch nur gemeinsam auf irgendeine Art und Weise. Und dafür braucht es aber gestartet um zwei Räume. Und das sind sinnvollerweise die Lokalräume, die Lebensräume, in denen wir uns bewegen. Erste Frage. Ja, ich habe keine Frage, sondern nur einen Impuls, aber vielleicht können Sie trotzdem darauf antworten. Vielleicht gibt es Erfahrungen. Also, was mir gefallen hat bei Ihnen, war, dass es eine Art eher Utopia vorgestellt wird und Sie sehr viel Motivation ausgesprüht haben, weil ich bin sehr oft in einer dystopischen Situation, wenn ich mir die Welt so anschaue. Und ich glaube auch, dass durch Selbstverantwortung über kleinere Grüppchen eigentlich die Leute ganz anderes machen würden, als durch Entscheidungen mancher Einzelner heutzutage wirklich passiert. Also Begeisterung, Freude, spielerisches Herangehen und diese Selbstwirksamkeit, das ist für mich einfach so, das fehlt so sehr. Haben Sie da auch irgendwie schon Erfahrungen gemacht oder ist das ein Wachstum, das gehen könnte? Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also ich bin manchmal erstaunt, wie ich Leute als Optimisten bezeichne. Ich bin wahrscheinlich irgendwie ein dystopischer Utopiker oder umgekehrt, ein pessimistischer Optimist oder ein optimistischer Pessimist. Also es ist sehr durchmischt und ich habe meine Probleme tatsächlich mit dem Zustand der Welt, den wir heutzutage vorfinden, weil ich den Eindruck habe, wir haben, also zumindest für mich trifft das zu, ein Agency verloren. Das heißt, die Reichweite, mit denen individuell wir alle Einfluss nehmen können auf das, was passiert, was sich als Zukunftsmacht realisiert hat, sie meinen Gefühl nach reduziert und das fühlt sich gut an. Und das sollten wir ändern, denn letzten Endes geht es um Lebensqualität. Und da kann noch einiges passieren.